Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Eine weitere Episode unseres Let's Play Formates Let's Play Together the Forest. Wir sind immer noch auf der Jagd. Einen Wärmeanzug haben wir jetzt hergestellt, wie man hier sieht. Der Wärmeanzug. Wir suchen jetzt für den lieben Kodiak noch einen Waschbären und... Achso, Kodiak ist natürlich auch mit dabei. Entschuldigung. Hola, hola, hola. Waschbär, Eber und Rehe, richtig? Nee, Rehe haben wir genug. Wir brauchen nur einen Waschbär und einen Eber. Dann sind wir komplett. Sag ich ja. Ja, fast. Ja. Hier ist ein Hase. Ja, und dann hatten wir mal vor, wenn wir jetzt die beiden Wärmeanzüge haben, mal ein bisschen durch den Schnee zu stapfen und uns eventuell mal das Cockpit anzuschauen, das da oben irgendwo rumliegen muss. Da haben wir nämlich auch vor geraumer Zeit schon mal den Tipp von einem Unwissenden bekommen, dass da eventuell auch irgendwas Schönes zu holen sei. Da sind wir dann auf jeden Fall ganz schwer gespannt. Und dann ja, gucken wir einfach mal, was die Schneezone so für uns zu bieten hat. Genau, genau. Gut, hier ist natürlich nichts. Kein Waschbär. Hier ist ein Waschbär, glaube ich. Ja, dann gönn ich. Ja, ich hab ihn, Junge. Da bin ich dann dran vorbeigelaufen. Ja, tarnt. Ich glaube auch. Oh, das war ein Reh hinter dir. Bam, in dein Gesicht. Ein daneben. Noch eins. Den habe ich down. Dann nimm du die Felle, ich nehme das Fleisch, okay? Ja. Hast du denn auch genug Hasen? Ja, ja, ich habe alles zusammen bis auf jetzt den Waschbären, den hast du jetzt. Und darüber hinaus dann halt noch das Wildschwein. Das Wildschwein jagen wir nochmal kurz jetzt. Wir gehen nochmal ein Stück nach Norden Richtung Schnee und dann sind wir auch schon in der richtigen Position quasi. Können wir von da aus direkt weitergehen. Ich hoffe, du hast dir was zu essen mitgenommen. Natürlich. Ja. Da war nichts. Da war leider nichts mehr Fertiges. Ich habe, glaube ich, eine rohe Eidechse. Die mir eine bringt. Rohe Eidechse, natürlich. Ja. Wo bist du hin? Runter. Jump! Jump, 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 jump. Swim, 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 swim. Ja, anknüpfen an die letzte Folge nochmal. Rein vom Gefühl her sind wir jetzt so langsam aber sicher am Ende unserer Forest-Reise. Also zumindest haben wir das Gefühl, dass man nicht mehr allzu viel machen kann, ohne das Spiel jetzt künstlich in die Länge zu ziehen. Von daher sind wir mit Sicherheit auch demnächst mal auf der Suche nach einem neuen Titel. Und wenn es jetzt hier jemanden gibt, der da irgendwie was im Kopf hat, irgendeine Idee, dann würden wir die natürlich auch ganz gerne hören. Weil wir uns natürlich auch gerne inspirieren lassen. Rust. Ja, genau. Versuchen wir nochmal Rust. Oder Stranded Deep. Das sagt mir nichts. Auch so ein Survival-Ding. Ich weiß nur nicht, ob da irgendwelche... Ob es überhaupt Multiplayer hat. Das hat das einfach mal nur so in den Raum geworfen. Also Subnautica würde mir jetzt noch einfallen. Gleiches Problem. Ich weiß auch nicht, ob es da einen Multiplayer gibt. Ich meine aber sogar, es gibt da keinen. Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich bin mir sogar gar nicht mehr ganz sicher. Ja, ich glaube, wir hatten uns das schon mal angeguckt und müssen... Boah, habe ich diesen Hasen jetzt zerlegt. Nice. Also es wird auf jeden Fall wieder ein Survival-Game. Das steht auf jeden Fall fest. Ich denke mal, zweites oder halt insgesamt ein Survival-Game sollten wir immer am Start haben. Aber was genau, da muss man sich nochmal inspirieren lassen. So, jetzt sind wir wieder im Schnee. Wo ist jetzt das Wildschwein? Das dreckige Kleine. Hallo Wildschweine, ich bin nicht Obelix. Wildschwein, putt. Ja, irgendwas. Was war das für ein Geräusch? I don't know. Irgendwie wie ein Schweinchen angehört. So. Ja, dann guck doch da mal in der Nähe, vielleicht steht da noch irgendwo eins. Meinst du denn wohl, was ich gerade mache? Achso, okay. Eichhörnchen? Ich will andere Pfeile drauflegen oder sind die alle weggeschossen? Ich muss noch mal kurz Pfeile basteln. Böckchen. 5 Federn, 5. Das ist so. Boah, ich liebe ich.
Wenn hier es kein Wildschwein ist, dann fresse ich ein Wildschwein. Aha. Muss halt irgendwo ein scheiß Wildschwein sein. Ein verkacktes Wildschwein, Junge. Produzier mich nicht. Ah, ja, es steht hier auch irgendwo eins hinterm Baum und versteckt sich und lacht sich gerade ins Häuschen. Ist auch nix. Nice, nice, nice. Läuft bei mir. Auch nix zu sehen. Die Wildschweine sind hier ja seltener als in Rust, ey. In Rust hattest du wenigstens den Vorteil, wenn du eins gefunden hast, hast du alle gefunden. Ja. Nee. Oh, ein Mutant voraus. Ich glaube, der möchte einen Pfeil im Kopf haben, hat er mir gerade gesagt. Kriegste, mein Junge, kriegste. Tja, läuft da so ganz gemütlich spazieren, ey. Ist da gleich überfallen. Was sehen? Nein, bleib doch hier, bleib hier, bleib hier, hier. Ja, genau. Pow! Headshot! Und er bleibt stehen. Ja, und dann kriegt er noch einen Headshot, ey. Ganz schlecht gelaufen für den. So, ich mache immer wieder ein Feuerchen. Lieber Fall. Ich. Feuer. Das war nicht sein Tag. Hier ist noch ein Reh, ja. Keine Rehe, wir brauchen Wildschweine. Wir brauchen Wildschweine. Ja. Schweinchens! Schweinchens! Ich glaube, so lockt man keine Schweine an. Nee, das waren Hühner. Ja, genau. Und brenne! Brenne! Boah, geh mir die Schweine auf den Sack, ey. Ich weiß auf jeden Fall, wie du die Folge nennen kannst. Schweinehass. Mein Gott, bin ich schlecht, ey. Was hast du denn zu jagen? Weh. So? Ey, ohne Witz, ich bin noch voll drauf auf dem Ding. Ja, du musst ja auch nicht voll drauf sein. Der neue Bogen schießt ja auch ein ganzes Stück höher. Ja, ich glaube, es kommt auch auf die Pfeile an, die du drauflegst. Mit den. Ich glaube, ich sehe eins. Mit diesen Special. Ohne. Pfeilen. Doch! Ha, didim, didim. Nein! Haut es ab? Nee, nee. Bam, da ist es gedownt! Komm mal in deine Richtung. Das wäre ganz gut, weil du hast nämlich das Versperren. Aber ich verbrate hier nochmal eben mein Fleisch, dann können wir gleich nochmal essen. Ja. Irgendwo mein Feuer aufgebaut. So, es ist Echse und die. Alles drauf. Oh, hier ist noch ein Wildschwein. Jetzt kommen sie hier aber um die Ecke, ey. Sag mal hier stehen, dann kannst du gleich das Fleisch noch einsammeln. Nicht volles Fleisch. Volles Fleisch. Lecker, 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 lecker. Ja, du müsstest nur gleich irgendwann hier hinkommen, weil das Fleisch ja sonst verbrennt.
Okay. Ja gut, sonst nimmst du doch einfach aus dem Feuer, friss es und Das kann dann. man doch nicht aus dem Feuer nehmen. Ja, also friss, was da ist. So meine ich das. So, ja, Also habe ich ich habe eh jetzt. Fleisch dabei, das passt. Oh, hier ist noch ein Wildschwein. Was zum Geier? Ja, ich muss auf jeden Fall hier bleiben, damit wir das Fleisch behalten. Ja gut, dann komme ich jetzt. Eins kam noch. Noch eine Portion, ja. Ich habe auch noch zweimal gekochtes bzw. getrocknetes Fleisch im Inventory, also alles gut. Okidoki. Ist nicht so das Riesendrama. Das ist mir ja so klar, ne? Jetzt hast du die Wildschweine zusammen, die du brauchst, jetzt spawnen sie dir hier in einer Tour vor der Nase. Ach Mann, ey. Ich liebe solche Spiele. Also, wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Jetzt muss ich mal gucken. Ne? Jetzt mal eine Orientierungshilfe hier finden. Ich glaube, wir sind hier. Da sind wir. Da müssen wir da hin. Ja. Wetter. Ja. Kannst So. du mir erstmal das Waschbärenfell geben? Ja. Dann kann ich mich schon mal das Teil zusammenzimmern. Fleischi. So, wie geht das denn nochmal? Erst das Metallblatt. Tablett und dann das Fell da drauf. Wo ist denn Äxte? Was? Jo, thank you. Noch was? Ne. Okay. Was denn? Jetzt wird mir die Rüstung nicht mehr angezeigt. Man kann nur entweder das Wärmefell oder die Rüstung tragen. Das ist Da, natürlich super optimal. da kommen zwei Dicke. Oh, schön. Hallo. Auf euch haben wir Hallo! gewartet. Huhu. Nummer 1 ist down. Boah, der Kleine hier. Boah, scheiße, ey. Ohne Panzerung ist aber auch ein bisschen doof, ey. Du hast jetzt auch gar keine Panzerung mehr, oder was? Ne. Asozial. Ja. Also die ist nicht weg, die ist im Inventory, Ach so, aber okay. du kannst sie halt, also du kannst halt entweder du trägst halt die Rüstung oder du trägst halt Ja gut, ich. Von Dann da ist das geht's schon okay. ja. Kamen die auf einmal her? Zeig mal, Keine wie sieht Ahnung. die denn aus? Verstehen. So wie. Cool. Coole Sache. Coole Sache. Ja, dann So. kleinen Ja, jetzt Abstecher. würde ich sagen, gucken wir uns mal das Flugzeug an. Also den Rest vom Flugzeug meine ich natürlich. Wo ist jetzt mein Trinkschlauch da? Was geht bei diesen Raben? Ist das schon die Leiche hier? Was? Du Freak! Da kommt noch einer. Die Mal setzen hier, sich alle auf guck die mal, Leiche. ja, hast gesehen? Drei, vier Stück waren da so. Das sind stinknormale Vögel. Was liegen die denn auf der Leiche? Das ist doch totaler Blödsinn. Naja, rein in die kalte Zone. Oh, ich muss hier nochmal kurz Da muss ich auch mal eben die Rüstung anziehen. ein paar Pillen futtern. Zack. Einmal die HP auffrischen. So, dann gehen wir nämlich erstmal da oben zur Klippe und dann müssen wir uns irgendwie einen Weg nach oben suchen. Jetzt ist es mir gar nicht mehr kalt. Jetzt ist es mir gar nicht mehr kalt. Ich bin mal gespannt, ob das Ding auch hilft, wenn man jetzt beispielsweise schwimmt. Also, dass das quasi so eine Art Neoprenanzug ist. Das ist natürlich auch nochmal interessant. Aber ich glaube nicht. Bestimmt. Ich glaube, wenn du den anziehst, dann findest du auch auf jeden Fall eine Taucherbrille für den Taucheranzug. Ja, das klingt plausibel und logisch. Winter is Plausibel coming. und logisch.
Aber ein bisschen kalt ist mir immer noch. Also dieser Kältebalken, der, ne? Ich hab keinen. Hm, okay. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob das Flugzeug jetzt da oben auf der Klippe ist. Also wir sind jetzt ja schon quasi an der höchsten Stufe. Ich kann mal kurz gucken. Ja, wir sind hier in dem Bereich. Das heißt, das Cockpit müsste jetzt irgendwo über uns liegen, glaube ich. Oh, hier sind Koffer. Leer. Nice! Viele Hasen hier rum. Also hier genau drüber müsste das Cockpit liegen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hochkommen. Kommt man hier überhaupt irgendwo hoch? Ja, man muss jetzt die ganze Mauer ablaufen und dann muss man hinten irgendwo lang. Die Mauer. Kommen wir hier nicht wirklich irgendwo hoch vielleicht? Irgendwie so. Können wir, wir können ja eine Treppe bauen. Quatsch. Jetzt Umstände, er kann auch einmal rumlaufen. Bis wir das ganze Holz rangekarrt haben und so, ist wahrscheinlich schon wieder Nacht. Okay, du Molle. Ja, lieber Zuschauer, danke, dass ihr uns dabei zugeguckt habt, wie wir diese Treppe hier gebaut haben. Morgen gehen wir dann zum Wrack. Also, außer, wir müssen auch eine Treppe bauen. Also, ich vermisse hier noch ein Skillsystem, wo man vielleicht mal so da so ein bisschen so Endu oder sowas skillen kann. Das wäre nochmal richtig cool. Das vermisse ich gerade noch ein bisschen. Ja, die Aussage gibt mir echt auf den Sack. Man kann sich ja auch diese Kräuter basteln, ne? Ich weiß nur nicht mehr genau, was. Ja, gut, aber er muss ja die ganze Zeit nur die Kräuter fressen, oder? Bringt dich jetzt auch nicht weiter. Ja, dann ist aber deine Ausdauerleiste direkt wieder instant voll, ne? You know what I mean? Okay, also hier brauchst du nicht weiter langlaufen. Hier gibt es anscheinend keine Möglichkeit hochzukommen. Okay, cool. Aber ich bin jetzt auch am Überlegen, ob wir nicht eventuell sogar schon auf der Ebene sind, wo das Flugzeug eigentlich sein sollte. Guck mal eben kurz. Hier ist nämlich auch nochmal. Ah, guck an. Dann sind wir nämlich jetzt hier. Ja, wir sind schon auf der Ebene, wo das Cockpit eigentlich sein sollte. Ich dachte, das Cockpit ist auf irgendeiner Insel, auf einem See. Nö. Wann okay. Hab ich das denn gesagt? Nee, hab ich mal irgendwann gelesen. Nee. Das muss hier oben in den Bergen liegen. Also wir sind auf jeden Fall auf der Ebene, auf der das Cockpit liegen müsste. Okay. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur dieser Wand hier jetzt, die du linksseitig siehst, der müsste eigentlich nur nachgehen. Dann müssten wir das Cockpit eigentlich irgendwann sehen. Ja, wo war ich denn? War ich wahrscheinlich da oben. Na gut. Also die Map ist doch tatsächlich, wenn man jetzt das Spiel so ein bisschen gespielt hat, kleiner als man am Anfang vermutet hätte. Also ich war am Anfang ja sowieso davon ausgegangen, dass es hier wie in den meisten Survival Games prozedurale Maps gibt. Also eine Map, die sich jedes Mal ändert oder halt jedes Mal eine andere Map. Aber es ist ja eine fixe Map. Hier, da liegt es doch. Cockpit voraus. Cockpit voraus! Wo siehst du das Cockpit? Ja, ist schwierig zu erkennen. Hat halt Flugzeugform, ne? Ja. Das schmiegt sich halt perfekt in die Landschaft quasi. Ist fast nicht zu erkennen. Also das tat sich auch einfach wahnsinnig gut. Guck mal, das liegt da so fast komplett unter Schnee begraben oder von Schnee begraben. Ach, ist das so ein klingonisches Cockpit? Was ja, ja, das ist ganz schwierig zu erkennen. Tarnvorrichtung. Also jetzt stehst du gerade halt quasi davor. Ich weiß nicht, ob du es jetzt siehst. Wo? Oh. Also hier vor mir ist jetzt das Flugzeugcockpit. Richtung Norden oder was? Genau, Richtung Norden. Hier. Schwierig zu erkennen. Ich sehe das immer noch nicht. Ich mache erstmal Koffer auf. Leuchtpistole! Und die beiden Kapitäne sind leider tot. Surprise, surprise. TV Star's Wife dies. Okay, the tragic accident. Alles klar. Gut. Ja, dann hat irgendwas angefangen. Und der ist dann haben wir das jetzt auch schon wieder. Ich komm nicht mehr raus. Hilfe! Das gleiche wie im Helikopter. Nice. Liebe. Hier. Okay, das waren die Koffer, die wir da gesammelt haben. Alles klar. Ja, du, wir haben jetzt eigentlich. Also hier liegen. Ja, ich beschäftige mich jetzt in dieser Folge mit dem Rauskommen aus dem Cockpit.
Ja, super. Oben ist noch ein kleines Lager. Das würde ich noch mal kurz untersuchen gehen. Und dann haben wir, glaube ich, hier in den Bergen auch schon wieder alles erledigt. Also die Berge sind relativ mau besiedelt. Logischerweise ist es relativ kalt hier oben. Was Ja, haben wir denn da? oh ja, ich hab's geschafft. Also ich muss ja sagen, das Geile am Schnee ist ja tatsächlich, dass du hier relativ entspannt durch die Gegend rennen kannst, weil du halt auch nachts eigentlich alles siehst. Das finde ich geil. Meinst du, das ist jetzt schon tiefste Nacht? Das ist jetzt schon tiefste Nacht, ja. Sterne sind schon zu sehen und alles. Also. Das ist Das auch finde ich ziemlich cool hier. getarnte Sterne. Okay, jetzt ist es dunkel. Wow, ein Ja, Hase. immer schon machen. Wollte mich angreifen. Angegriffen. Wo ist er? Stein, 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 Stein. Kein Hase. Verdammt. Komm. Wow, moin, ihr Süßen. Hast du wieder welche? Hast du Ja. gefunden? Was hast du gefunden? Ein paar tote Menschen. Liegen die hier alle erfroren. In ihren dicken Schneeanzügen, ey. Verarschen kann ich mich selber. Tja, das war's schon wieder. Da sind nochmal Pillen. Noch mehr Pillen. Wie konnten die denn sterben? Die haben noch Pillen hier liegen. Überall. Tja, das war's schon wieder. Toll. Ihr Ekels. Bah, bah, tote Menschen. Ich gucke noch mal kurz weiter. Da ist noch ein kleines Lager, das kann man sich noch mal angucken. Ja, und Weißt du, dann sind wir die haben eigentlich. dicke Schneeanzüge und wir rennen hier mit einem Ja. selbstgebastelten rum. Das waren dann wohl ein paar Luschen. Da war die Nacht dann wohl ein bisschen zu kalt. Vielleicht kamen die auch auf die Idee, auf die ein hier jetzt nicht näher benannter Kollege mal gekommen ist, wenn einem kalt ist, dass man sich dann einfach aneinander schmiegt und vorher die Klamotten auszieht. Und dann ist es halt richtig kalt geworden und dann sind sie quasi fast verreckt und dann haben sie sich gesagt, nee, komm, können wir auch nicht machen, wenn wir jetzt so gefunden werden, dann glaubt jeder, wir waren schwul, bla 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 bla. Hä? Hast du jetzt mit der Leuchtrakete geschossen oder was? Nee, ich habe da so eine Fackel hingeworfen. Bin ich denn jetzt hier? Also hier ist das Lager gewesen. Eigentlich müsste man hier jetzt weiterkommen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Was ist denn hier los? Wieso ist denn jetzt hier so eine komische Felswand? Na gut, da müssen wir jetzt auf jeden Fall hier irgendwie runterkommen. Da ist nämlich noch so ein Zeltplatz, den würde ich auch ganz gerne noch mal kurz inspizieren. Ja. Da oben. Ach krass. Krass. Also hier oben in die Richtung sagst du, ist nochmal ein. Ja, hier über uns müsste noch theoretisch irgendwie so ein kleines, dazu müsste so ein kleines Zeltsymbol auf der Map. Da könnte man noch mal kurz nachgucken. Oh, hier ist noch ein Eichhörnchen. Hallo. Ah, gut. Schauen wir hier noch. Ah ja, hier ist das Zelt. Dachte, das geht hier weiter. Aber hier ist gar nichts. Die kannst du nur speichern und die Nacht skippen. Ansonsten ist da empty. Ja, gut. Aber apropos Skippen und Nacht, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Dementsprechend würde ich sagen, ich weiß gar nicht, müssen wir noch in den hohen Norden jetzt hier weiter oder war es das jetzt mit dem Cockpit? Ne, das war es jetzt eigentlich. Wir gehen jetzt langsam wieder zurück und dann haben wir eigentlich alles, was hier irgendwie von Interesse ist in den Bergen, haben wir dann entdeckt. Ja. Ja gut, also es waren ein, zwei spannende Kämpfe dabei. Wir haben das Cockpit gefunden, beziehungsweise Kodiak. Ich habe es leicht übersehen. Falls euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst uns gerne ein kostenloses Abo da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao, auf Wiedersehen.